geht's jetzt weiter. Und zwar werden uns Luca und Celine die Frage beantworten. Von den Young Utopians sind die beiden. Und die werden uns die Frage beantworten, wie man eigentlich Aktivistin wird. Wie funktioniert das mit dem Money? Und wie funktioniert das so mit dem Vernetzen? Also wie kommt man von der Idee bis zum tatsächlich aktivistisch sein? Viel Spaß! Hallo, hallo. Ja, jetzt sind sie ja. Action. Es gibt eine große Jugendbewegung und wir sind lauter als je zuvor. Doch viele von uns wissen manchmal gar nicht, wie sie selber aktiv werden können. Der Erde ist es egal, dass es warm wird. Wir sind diejenigen, die ihren eigenen Lebensraum zerstören. Es muss sich jetzt etwas ändern und das fängt vor allem bei uns an. Wir schaffen unsere eigenen Strukturen und verlassen uns nicht auf die alten. Es ist an der Zeit, aktiv zu sein. Deshalb gründeten wir, Luca, Lisa, Aaron und Celine, den Verein Young Utopians. Dass der Drang nach Veränderung in der Luft ist, merken wir allein an den über 7000 Bewerbungen, die wir bereits für unser Kickoff-Event haben. Wie das aussieht, das seht ihr jetzt. So, schön, dass ihr alle da seid. Wir sind Luca und Celine von den Young Utopians. Und das, was ihr gerade gesehen habt, ist der Anfang von unserem Crowdfunding-Video. Und wie wir von September letzten Jahres der Idee bis zu dem Crowdfunding-Video und heute hierher gekommen sind, das wollen wir euch in den nächsten 20 Minuten erzählen. Genau, aber bevor wir überhaupt damit anfangen, ist erstmal die Frage, wer sind wir eigentlich als Young Utopians? Und wir sind ein junger Verein, wir haben uns im Dezember 2018 gegründet, also gerade mal ein paar Monate alt. Und das Ganze soll tatsächlich dazu dienen, dass wir als junge Menschen mehr wissen, wo wir anfangen können, wenn man eine Idee hat. Viele Leute um uns rum haben immer gefragt, hey, so voll cool, was ihr macht, aber ich habe irgendwie keine Ahnung, wie ich anfangen soll, aktiv zu sein. Und genau da kommen wir als Verein ins Spiel mit Events oder verschiedenen Dingen, die von jungen Leuten für junge Leute gemacht werden. Genau, und wir möchten euch jetzt sozusagen wie so eine Art Toolkit an die Hand geben, wie ihr von eurer eigenen Idee zur Umsetzung kommt. Also fängt es mit einer Idee an, ihr habt irgendeine Sache gesehen, was euch interessiert, wisst aber noch nicht ganz genau, wie ich jetzt eigentlich damit weiter verfahre, also wie gehe ich jetzt weiter um, was sind die nächsten Schritte? Wie bringe ich sozusagen die Glühbirne zum Leuchten? Bei uns war das konkret Aaron, der junge Herr dort in dem weißen T-Shirt, den ihr auch gerade in dem Video gesehen habt, und ich. Wir waren im Sommer 2018 in Pakistan auf einer internationalen Jugendkonferenz und diese Begegnung mit 30 verschiedenen Kulturen und Menschen, die überall auf der Welt was verändern wollen, alle in unserem Alter, haben uns dazu animiert, dass wir dachten, hey, sowas wollen wir auch machen. Aktivismus ist ein großes Wort und wir haben uns eigentlich gefragt, wie kann man das runterbrechen, was ist für uns die Kernbotschaft, worum geht es bei uns mit Aktivismus überhaupt? Und wir haben es runtergebrochen auf das Wort Bewusstsein. Uns geht es vor allem darum, ein Bewusstsein für sich selber zu haben, darauf einen Impact auf andere Menschen zu haben, also eine Wirkung auf andere zu erzielen und ein Bewusstsein für eine Thematik zu finden. Genau, und das große Ding dabei ist natürlich auch, dass man das Bewusstsein hat, dass man auch was verändern kann. Also für uns war dann das Bewusstsein, hey, wir wollen Jugendpartizipation stärken. Also wir wollen, dass wir als junge Menschen wirklich wissen, wir können was verändern und uns dem Bewusstsein überhaupt erstmal, bevor man aktiv wird. Also geht's jetzt los. Man hat Bewusstsein, man hat eine Thematik gefunden. Wir sozusagen, Aaron und Celine, haben die Thematik auf einer Konferenz in Pakistan gefunden. Und wie geht's jetzt weiter? Die Idee nimmt Form an, man fängt an rumzuspinnen, man fängt an ein bisschen konkreter nachzudenken. Ja, wir haben rumgesponnen und dachten, okay, wir wollen das machen, wir wollen ein Event machen, aber wir wollen nicht irgendwann dieses Event machen, sondern schon im Sommer darauf, was ein sehr, sehr kurzer Zeitraum ist eigentlich, um ein riesiges internationales Event zu planen, aber wir spinnen rum. Und das ist der nächste Punkt und dem wollen wir euch ermutigen. Man hat angefangen nachzudenken, man hat angefangen, so sich ein bisschen weiter Gedanken zu machen und jetzt ist der nächste und wichtige Schritt, den Rahmen wieder zu sprengen. Das Unmögliche möglich zu denken. Wenn man sich die Gedanken gemacht hat, hat man schon den ersten Schritt, die Utopie realistisch werden zu lassen, um sozusagen alles, was man träumen kann, Wirklichkeit werden zu lassen. Genau, darüber hinaus haben wir gesagt, okay, ein großes, riesiges Event reicht uns noch nicht als Utopie. Wir wollen eigentlich, unser übergeordnetes Ziel ist es, eine internationale Jugendbewegung zu schaffen. Zu diesem Zeitpunkt gab es die Fridays for Future in der Richtung noch nicht, wie es sie jetzt gibt. Aber wir sehen uns als Teil dieses Ganzen und wir wollen überall auf der Welt, weil es globale Themen sind, die uns alle bewegen, etwas verändern.
So, im nächsten Schritt, man hat die Idee gehabt, man hat rumgesponnen, man hat sich getraut zu träumen, man hat sich getraut, den Rahmen wieder zu sprengen. Jetzt geht es darum, die Sachen, die man gedacht hat, schon mal wieder zu ordnen. Nicht in eine bestimmte Reihenfolge zu bringen, nichts rausschmeißen, nicht selektieren, sondern einfach mal zu gucken, an welche Dinge habe ich eigentlich schon gedacht. Genau, bei uns war das, okay, was brauchen wir oder in welche Richtung wollen wir das machen? Also, wir haben gedacht, wir wollen das Event, aber wir wollen auch diese Bewegung starten. Was brauchen wir dafür? Wir müssen uns erstmal trennen, wir machen dieses Event und vielleicht brauchen wir aber noch, um langfristig was zu verändern, etwas anderes. Also hat man jetzt diese Enden genommen aus der Utopie, aus dem ganzen Wirrwarr, die Anfänge und hat sich wieder einen Rahmen geschaffen. Man geht das erste Mal von seiner Idee ins Außen und schaut eigentlich, was für Rahmenbedingungen habe ich, welche Ressourcen gibt es schon und welchen Ressourcen kann ich mich bedienen. Genau, wie gesagt, wir haben das getrennt, haben entschieden, dadurch, dass wir nicht nur einmal dieses Event machen wollen, dass wir langfristig das machen wollen und dass dafür der beste Rahmen ein Verein ist. Das heißt, wir haben einen Verein gegründet und geschaut, okay, was brauchen wir dafür, welche Ressourcen haben wir, was wollen wir als Verein machen? Im nächsten Schritt hat man jetzt die Chance, eine andere Perspektive einzunehmen. Man hat jetzt schon irgendwie, es wird immer ein bisschen konkreter, die Ideen werden immer ein bisschen konkreter. Und in der nächsten Phase fängt man an, eine andere Perspektivenbrille aufzusetzen und sich die W-Fragen zu beantworten, und zwar konkret. Wer, wie, was, wo, wann, wie viele, wen will ich überhaupt ansprechen, wen hole ich mit ins Boot und warum mache ich das Ganze? Genau, wir haben ja bisher sehr groß gesponnen, also wir haben gesagt, wir wollen diese riesen Jugendbewegung, aber was bedeutet das eigentlich? Keine, also so, es ist ein bisschen zu wirr, deswegen diese W-Fragen, also haben wir geguckt, wen genau wollen wir ansprechen. Wir können einfach gerade nicht alle jungen Menschen ansprechen, das heißt, sprechen jetzt Leute von 14 bis zu dem Zeitpunkt an und für das Event zum Beispiel nochmal andere Menschen, weil wir da nochmal mehr eingrenzen müssen. Wir können halt nicht alle jungen Menschen direkt von klein nach groß ins Boot holen. Und jetzt geht es um den ersten richtig konkreten Arbeitsschritt eigentlich, und zwar um die Recherche. Das erste Mal tritt man also ins Außen und schaut sich an, was gibt es eigentlich schon? Gibt es meine Idee schon? Hat jemand schon mal in diese Richtung gedacht? Wenn nicht, was kann ich dazu beitragen? Wo ist meine Nische? Und wenn es schon etwas gibt, dann möchten wir euch alle dazu anhalten, dieses Exit-Sign auf jeden Fall zu nehmen. Packt eure Koffer, nehmt eure Idee mit. Alles Kapital, was ihr habt, ist wahnsinnig wertvoll für die anderen Leute, die schon diese Ideen haben, um dazu was beizutragen. Man muss nicht von Grund auf was schaffen. Man muss schaffen, den weiten Winkel zu schlagen, um zu gucken, was gibt es schon, wo kann ich was beitragen. Bei uns gab es das nicht. Deswegen haben wir etwas Neues geschaffen, weil es für uns einfach nicht so etwas von jungen Menschen für junge Menschen gab. Wir waren viel auf politischen Events unterwegs und haben einfach gemerkt, es geht oft um Jugendpartizipation, es geht darum, wie können wir mehr junge Menschen zum Wählen bringen, mehr junge Menschen zum Aktivsein bringen. Aber es ist oft von oben herab und nicht von uns als Jugend formuliert, was wir eigentlich wollen. So, bis jetzt ist ja anscheinend alles richtig gut gelaufen bei uns, seit September der Idee bis heute. Aber es gibt natürlich auch wahnsinnig viele Herausforderungen und Probleme, denen man sich stellen muss. Und das Wichtige, was wir eigentlich mitgeben wollen, ist einerseits, dass man an jeder Herausforderung wächst. Andererseits, dass Probleme und Herausforderungen immer dann auftreten, wenn man gar keinen Kopf dafür hat, wenn man keine Zeit hat und wenn sie am wahnsinnig unpraktischsten sind. Das Wichtige ist, dass man sich dann Zeit nimmt, diese Probleme und Herausforderungen zu lösen. Auch wenn es wahnsinnig unangenehm ist und der Kopf überall woanders rumschwirrt, man tut sich einen großen Gefallen, wenn man nicht anfängt, diese kleinen Herausforderungen zu Folgefehlern werden zu lassen. Genau, bei uns waren das so Kleinigkeiten wie, oder eigentlich eher große Sachen, wie die deutsche Bürokratie, die wir unterschätzt haben. Also die Vereinsgründung hat deutlich länger gedauert, als wir gedacht haben. Dann müssen da noch Formulare abgegeben werden ans Finanzamt und solche Dinge. Dann mussten wir jetzt den Namen ändern. Also es sind alles so Sachen, die kommen dann, aber die kamen jetzt zu einem guten Zeitpunkt noch am Anfang, bevor sie uns irgendwann dann ins Bein hauen und unser Projekt komplett im Chaos endet. Also wie Luca sagt, es passt oft nicht, aber danach kommt man mit neuen Erkenntnissen wieder raus, wie man es in der Zukunft besser machen kann. So kitschig das auch klingt. Jetzt hat man die Idee, man hat sich ersten Herausforderungen gestellt, man hat sie ein bisschen konkretisiert, man hat angefangen, Leute ins Boot zu holen, man hat vielleicht schon so eine Art Team gegründet und jetzt ist man bereit, das erste Mal ins Außen zu gehen und die Idee zu pitchen. Also kurz und knapp in 1,5 Minuten oder vielleicht sogar kürzer schon, in ein paar Sätzen seine Idee vorzutragen. Und man ist gewappnet für das große Aber. Aber wie wollt ihr das denn schaffen? Aber woher kommt denn das Geld? Wie erreicht ihr überhaupt Leute mit diesem ganzen Projekt? Wie macht ihr das alles noch neben dem Studium, neben dem ganzen Kram? Aber wenn ihr auf all diese Fragen schon gute Antworten habt, dann wisst ihr, okay, wir sind an einem guten Punkt.
wir haben das Projekt schon gut durchdacht, aber wenn dann Fragen kommen, die ihr vielleicht noch nicht so gut beantworten könnt, dann nehmt die an, weil das kann der beste Input sein, den ihr kriegen könnt, dass ihr da nochmal vielleicht ein bisschen genauer dran feilt. Ganz genau, das ist nämlich dann eine Außenperspektive, die vielleicht eine rote Brille ist, weil plötzlich Kritik an euch herangetragen wird. Fragen, die ein bisschen unangenehm sind, ihr brennt für eine Idee, ihr kommt total begeistert an und sagt, ey, mega Idee, schaut euch das an, was ich euch vorstellen möchte. Und plötzlich grätscht jemand mit einem großen Aber dazwischen. Das Wichtige ist, es gibt tatsächlich gute Fragen und es gibt schlechte Fragen. Und eure Aufgabe an dieser Stelle ist es, die guten Fragen für euch herauszufiltern und herauszubekommen, was sind denn die Fragen, auf die ich keine Antwort habe. Das sind die Fragen, die euch dann immens weiterbringen können. Zum Team habe ich vorhin ganz bisschen was gesagt, vielleicht hat sich schon vorher ein kleines Team bei euch gegründet. Zum Team kann man eigentlich nur sagen, dass es wahnsinnig wichtig ist, sich damit zu beschäftigen, welche Rollenverteilungen es gibt, wie man miteinander kommuniziert, damit man langfristig gut zusammenarbeiten kann. Und ganz wichtig, man muss nichts alleine umsetzen. Es ist wahnsinnig hilfreich zu gucken, wer kann mich wie unterstützen. Genau, wir sind da jetzt so im Dezember 2018, Januar 2019 ungefähr. Da kam nämlich Luca genau mit diesen guten Fragen ins Boot. Und ich war so, hey Luca, wir haben die und die Idee, sie fand es cool, aber sie hatte ein paar Abers. Und wir haben plötzlich festgestellt, okay, Luca hat super Illustrationsskills, kann uns da unglaublich unterstützen. Das heißt, sie wird ein fester Bestandteil des Teams. Ich kann gut mit Kooperationen und Sponsoring und ein bisschen was schreiben. Aaron, der hier ist, hat immer super Ideen und kann den ganzen Vereinskram machen. Also man kann sich da, man muss gut die Aufgaben aufteilen, sodass man sich gegenseitig unterstützt, weil alleine wird selten eine Idee groß. Also man braucht immer helfende Hände. Genau, und jetzt sind wir wieder bei Idee. Es hat sich konkretisiert, es gibt ein Team, es gibt Aufgabenverteilungen und jetzt ist es, man hat wieder einen Rahmen geschaffen und jetzt ist es spannend zu schauen, was muss denn gekürzt werden, wo muss ich weiterdenken, wo kann ich Sachen weglassen, auf welche Sachen kann ich mich spezialisieren. Um dann sozusagen einfach zu konkreten Aufgaben zu kommen, eine Art Manifest vielleicht zu schreiben, konkrete Aufgaben zu verteilen ans Team, einen Zeitplan festzuschreiben, um dann von dem Pitch in ein konkretes Konzept zu kommen. Genau, wir sind da jetzt so am Ende Februar 2019, Anfang März 2019, wo wir dachten, okay, wir haben schon voll die coolen Sachen, haben sogar schon Förderanträge geschrieben und sonst was, aber haben dann nochmal gemerkt, als wir nochmal komplett zurückgegangen sind, wieder die W-Fragen hochgeholt haben, wir müssen das alles wieder viel, viel mehr konkretisieren, wir müssen unsere Zielgruppe nochmal einschränken und das alles in dem Konzept kurz und knapp festhalten, unsere Ziele konkret formulieren. Der ein Punkt, den wir auf jeden Fall noch weitergeben wollen, ist einfach, dass sich immer wieder Türen aufmachen und schließen. Mehr schließen vielleicht als auftun am Anfang. Wir haben viele Sachen gemacht, wir haben viele Sachen gearbeitet, wir sind an viele Leute herangetreten und dann haben manche Sachen, wie zum Beispiel bürokratische Dinge, nicht gepasst und sind die Türen vor der Nase zugefallen. Das Wichtige ist, an die Idee weiterhin glauben, hartnäckig sein und geduldig mit sich selber zu sein. Genau, ein super Beispiel da ist zum Beispiel, wir wollten am Anfang unglaublich gern mit Greenpeace Energy irgendwie kooperieren. Wir dachten, die wären vielleicht ein guter Förderer, da könnte es gut passen, aber es hat am Ende einfach nicht funktioniert. Habe ich geguckt, okay, was gibt es sonst noch? Naturstrom, die machen super coole Sachen und jetzt sind die eine riesen Unterstützung in der ganzen Planung und auch finanziell ein kleiner Teil. Apropos finanziell, Geld. Es ist ein Riesenthema für Ideen und Umsetzungen. Am Thema Geld wollen wir euch einfach nur nochmal mitgeben, dass es letztendlich, du musst mit dem Thema, die alle jetzt weiter auf dich zukommen, so weiter verfahren wie mit der Idee selber. Es wird wieder ein langes Labyrinth an Aufgaben und Hindernissen auf einen zukommen, aber es ist letztendlich wie mit der Idee selber. Brauche ich Geld? Ja, ich brauche Geld. Man fängt an, irgendwie daran zu spinnen, wofür brauche ich Geld? Dann fängt man an, utopisch groß zu werden, sage ich, brauche für meine Idee 1 Million Euro, mindestens, damit das umgesetzt wird. Um dann zu gucken, was habe ich denn als Ressourcen? Kann ich Sachspenden, können Sachspenden irgendwie hilfreich sein? Sich einen Rahmen zu schaffen, die Perspektiven aufzusetzen und wieder die W-Fragen für sich zu beantworten, um dann natürlich nicht irgendwie ungefeit vor Hindernissen zu sein. Genau, bei uns war das genau die Schritte, aber natürlich auch recherchieren, okay, wir haben erstmal festgestellt, wir brauchen Geld für was wir machen. Wir können nicht einfach nur uns in den Park setzen und quatschen.
Das heißt, was gibt's da draußen? Was passt zu uns? Also passen Stiftungsgelder zu uns? Da stellen wir Anträge. Wenn das nicht klappt, sind wir jetzt zum Beispiel an dem Punkt, wir machen jetzt Crowdfunding, weil wir sagen, mit dem Geld können wir frei entscheiden, wie wir das nutzen und müssen nicht jeden einzelnen Bon einreichen und vielleicht auch jedem Kriterium gleich uns daran anpassen. Aber da muss jeder für sich gucken, okay, welche Gelder passen da vielleicht? Aber Geld ist nie, sollte nie der Punkt sein, warum ein Projekt nicht stattfindet, weil Geld gibt es überall irgendwie in kleinen oder großen Summen. Ganz genau. Das ist sozusagen unser kurzer Beitrag dazu, wie man von der Idee zur Umsetzung kommt. Das ist natürlich viel, viel größer. Und das ist das, was wir uns zur Aufgabe gemacht haben als Verein und in unserem Aktivismus-Camp, was im Sommer stattfinden wird, unser erstes großes Kickoff-Event. Und genau. Genau, vielleicht nochmal ganz kurz dazu zum Abschluss, damit ihr auch nochmal... zu unserem ersten Event, wie gesagt, da könnt ihr genau das, was wir hier gerade vorgestellt haben, in diesen kurzen 15 Minuten nochmal in 10 Tagen genau detailliert lernen. Ich habe eine Idee und könnt mit Leuten, die irgendwie ähnlich denken oder auch komplett anders aus einer anderen Kultur, aus dem Jemen oder aus Kolumbien kommen, über Thematiken wie diese sprechen und dann euch richtig an das Projekt setzen und am Ende konkret was dabei rauskommen lassen. Also wenn ihr Bock habt, bewerbt euch jetzt noch oder sagt allen Leuten aus Berlin Bescheid von 18 bis 28 Jahren, dass sie sich dafür noch bewerben können. Vielen Dank.